Heute bei uns zum Thema das versprochene Anschieben der Pyramide in Dittmannsdorf. Und dann geht es auch noch bei uns um unsere Kinderguschen. Hier ist das Mittelerzgebirgsfernsehen, hier ist Megional. Die täglich aktuelle Nachrichtensendung mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir haben Mittwochabend am 4. Dezember. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf. Der Wunsch für eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit ist schnell ausgesprochen. Aber bei manchen Baufirmen sieht es alles andere als ruhig und besinnlich aus. Wie hier auf einer Baustelle in Marienberg. Enrico, es tut sich Großes hier am Kaiserdeich. Der wird nicht abgelassen, aber was wird gemacht hier? Ja, hier wird ein neuer Regenwasserkanal gebaut, Dimension DN600. Das ist aus dem einfachen Grund, dass der alte Kanal marode ist. Da wird jetzt ein neuer Schacht eingebaut. Es wird der Kanal erneuert, DN1200 ein kleines Stück. Und der DN600-Kanal wird deshalb gebaut, um den 1200er, den alten, etwas zu entlasten. Beziehungsweise es kommt zu viel Wasser gelaufen, um eben hier die Hochwassersituation, was jetzt immer so beim Regenwasser läuft, dass es ein bisschen entspannt wird. Wer war denn hier betroffen? Die Häuser hier nebenan oder wie war das? Es waren die Häuser betroffen, die jetzt tiefer stehen, hier unten. Und da kommt das Wasser eben halt, es macht dann Regenwasser, Regenrinne, alles läuft da, Einläufe, alles läuft damit da rein. Und das wird eben jetzt damit entlastet. Wie lange wird sich das ganze Prozedere hier hinziehen? Ja, das Prozedere wird sich so lange hinziehen, jetzt erstmal bis 18. Dezember gearbeitet und dann, wie die Witterung es zulässt, im nächsten Jahr, im März, schätze ich, wird es dann wieder weitergehen. Guten Bauverlauf. Dankeschön. Also Sie sehen, auf den meisten Baustellen im Sendegebiet geht es noch mächtig rund. Ja, rund ging es auch beim Pyramidenanschieben im Gornauer Ortsteil Dittmannsdorf. Ja, und warum dieses Jahr dort das besonders gewesen ist, haben wir mal erfragt. Enrico Münzner, 1. Dezember 2019, 1. Advent, Pyramiden anschieben hier in Dittmannsdorf. Traditionell, aber doch was Neues. Jawohl, traditionell seit mittlerweile 31 Jahren zum 1. Advent Dittmannsdorf. Letztes Jahr 30-jähriges Jubiläum, dieses Jahr wieder etwas Besonderes, denn unsere Pyramide ist umgezogen vom ehemaligen alten Pyramidenplatz, wo sie 30 Jahre lang gestanden hat, auf den neuen Christine-Wünschmann-Platz. Wir hatten ein kleines Problem, der alte Platz ist abgesagt, da waren die Sanierungsmöglichkeiten gering, es war nicht möglich, hätte viel zu viel Geld gekostet und er lag sehr dicht an der Straße. Es
war insgesamt ungünstig und da bot sich die Gelegenheit, auch über Fördermittel diesen neuen schönen Platz zu schaffen. Und da unsere Leiter, unsere Christine Wünschmann, als langjährige Ortsgründerin 2018 verstorben ist, bot sich die Möglichkeit, den Platz auch nach ihr zu benennen. Er heißt jetzt Christine Wünschmann Platz. Sie hat sich unter anderem auch für die ortstypische Gestaltung der Pyramide stark gemacht, damals, wo sie entstanden ist. Und da haben wir ihr noch ein schönes Denkmal damit gesetzt. Und heute zum ersten Mal ist das Pyramidenfest auf diesem Platz. Es wird ein großes Publikum kommen. Wir haben ein schönes Programm zusammengestellt und starten so, trotzdem wie 31 Jahre lang schon traditionell zum ersten Advent in Dippmannsdorf in die Vorweihnachtszeit. Was wird denn zum Programm dazugehören? Ja, also traditionell ist der Posaunenchor dabei natürlich, der weihnachtliche Weisen spielt. Der Kindergarten macht ein kleines Programm. Es gibt einen kleinen humorvollen Rückblick auf die Geschehnisse des Ortes, die dieses Jahr passiert sind. Und ein Hauptteil ist ein inhaltlicher Teil, den bietet die Friedlinde Burger an da. Da geht es normalerweise um Themen der Weihnachtszeit, um den Weihnachtsstern, um die Weihnachtskrippe, um den Weihnachtsbaum. Und dieses Jahr, weil es zum ersten Mal auf diesem neuen Pyramidenplatz ist, werden wir mal einen Blick auf die Historie der umgebenden Gebäude werfen, damit jeder weiß, auf welchen historischen Grund und Boden wir uns hier befinden. Also, wir hören es wieder. Ein rundum buntes Programm in Dittmannsdorf. Dann danke für das Gespräch und einen schönen ersten Advent noch. Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns sehr. Ganz einfach, dass wir eine richtige Wahl getroffen haben, den Platz umzuverlegen. Nach 30 Jahren dreht sich nun erstmals im 31. Jahr die Pyramide hier vor dem Kindergarten auf dem neuen Pyramidenplatz, den wir am 21. September mit Ihnen gemeinsam einweihen durften. Und ja, für mich ganz einfach an Sie alle wünsche ich Ihnen eine wunderschöne Weihnachtszeit, viel, viel Freude mit Ihren Familien. Schalten Sie mal ab, fahren Sie ein bisschen runter, auch wenn die Zeiten immer stressiger und immer voller werden, die Terminkalender. Nutzen Sie einfach die gemütliche, besinnliche Weihnachtszeit in Ihren Familien. Bevor wir aber nun zum neuen Rätsel mit unseren Kinderguschen kommen, gibt es erstmal die Auflösung von gestern. Das Sandmännchen. Lieber Sandmann, lieber Sandmann. Ich weiß es auch nicht. Das ist der Sandmann. Sandmann. Das ist der liebe Sandmann. Wenn Sie an jedem Wochentag die richtige Lösung notieren und alle 15 Begriffe am 23. Dezember bis 12 Uhr mittags an uns senden, dann können Sie tolle Gewinne abräumen. Wie das geht? Na ganz einfach, per Facebook, per Mail oder per WhatsApp. Und damit können Sie schon mal den zweiten Begriff auf Ihren Zettel schreiben. Und wenn Sie dann am Ende alle 15 haben, dann senden Sie die gesuchten Begriffe bis zum 23. Dezember 12 Uhr an uns. Ja, so, nun heißt es wieder Vorhang auf, Spot an für unsere... Davon haben wir ein Buch. Ein Oberauch. Die ist nicht normal. Der kämpft. Das habe ich schon mal im Fernseher gesehen. Lecker. Ich mag's. Weißt du, was auch der Zauberer darf nicht so nahe kommen. Und man darf auch nichts Böses zu den Zauberer sagen, weil dafür zaubert er uns. Ah, Hilfe. Tja, was denn darf?
Nein, da läuft auf allen Zweien. Das ist eine Katze. Läuft auf zwei Beine. Da hat die Bösen gekämpft. Ja, und wir haben auch einen Kater. Für den König. König und der war heute früh, der hat sich heute früh in die Kiste, auf die Kiste gelegt. Katze. Das kenne ich, das ist eine Katze. Das habe ich schon mal angeguckt. Ich auch. Was ist denn das? Ein Kater. Und er hat eine Maus gefangen. Weiß ich nicht. Das ist keine normale Katze. Ich habe keine zu Hause. Du bist ja auch ein Kater. Ich habe Katzen. Gleicht. Eine Helle. Eine Helle. Ein Schloss. Schloss. Was sind das Schuhe? Ein paar Stiefel. Und ein Hut. Ja. Der hat ja lustige Stiefel an. Motorradstiefel bestimmt. Nein, der hat Stiefel an und einen Hut. Und hat noch einen Rucksack. Der hat an seinem Hut ja eine Feder. Ja, eine Feder. Und der Hut sieht so schön aus. Super schlau. Eigentlich sieht er ein bisschen falsch aus. Der hat eine gelbe Feder dran, schwarze Stiefel und der hat keinen Sack. Da schießt er Vögel und gibt dann den Prinz. Der dreht Hühner gefangen. Der Zauberer hat sich aus eine Maus verwandelt. Ja, das habe ich auf eine DVD. Dann geht er in ein Haus rein und da der klaut dann die Stiefel und dann das und dann die und dann den Hut und dann klaut er von dem Mann, wo er seine Hand runter gemacht hat, den Ring und dann war der aufgewacht und dann hatte der so einen Stock in der Hand, da hatte der so ein Netz drum, so ein Katzen, da hat er immer das da hingeschmissen. Und dann, wo dann den Fenster war, da hat die da zwei Stiefeln rausgeschmissen. Zwei Stiefeln. Na, haben Sie erraten, welches Märchen oder welchen Zeichentrickfilm unsere MEF-Kinderkuschen heute beschrieben haben? Wenn Sie an jedem Wochentag die richtige Lösung notieren und alle 15 Begriffe am 23. Dezember bis 12 Uhr mittags an uns senden, dann können Sie tolle Gewinne abräumen. Wie das geht? Na ganz einfach, per Facebook, per Mail oder per WhatsApp. Ist eine lösbare Aufgabe, wie ich finde. Ja, sollten Sie aber da noch nicht drauf gekommen sein, dann gibt es morgen die Auflösung hier an dieser Stelle. Jetzt und sofort, meine sehr geehrten Damen und Herren, blicken wir in unseren Serviceblock mit dem Regionalwetter und den Polizeimeldungen. Seifen, hoher Sachschaden nach Kollision. Vom Gartenweg nach links in den Feldweg bog am Montag, 2. Dezember, 10.50 Uhr, die 43-jährige Fahrerin eines PKW Opel ab. Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden, bevorrechtigten PKW Opel, Fahrerin 39. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 9.000 Euro. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der LVM-Versicherungsagentur Steffen Plewan in Olbernhau. Jetzt besonders günstige Kfz-Versicherungen in Ihrer Nähe abschließen. Ein Sonnenaufgang wie aus dem Bilderbuch war das heute Morgen. Ja, und auch der restliche Tag stand ganz im Sonnenlicht. Heute Abend und in den Nachtstunden zeigt sich der Himmel über unserem Sendegebiet wolkenlos und klar und die Sterne und das erste Viertel des Mondes sind wunderbar zu erkennen. Logischerweise ist dann nicht mit Niederschlag zu rechnen. Woher sollte der auch kommen, ganz ohne Wolken? Aber dafür sind auch die Temperaturen wieder im Keller. In Olbernhau, Niederneuschönberg sind das beispielsweise zwischen minus 2 und 0 Grad. In Marienberg auf dem Weihnachtsmarkt werden lausige minus 3 bis minus 1 Grad erwartet. Und selbst in der MZ-Stadt Zschopau kommt das Quecksilber nicht über minus 1 bis plus 1 Grad hinaus.
Da über den Tag an manchen Ecken die Schneereste getaut sind, kann es in den Nachtstunden stellenweise dort richtig glatt auf den Straßen werden. Ja, Wind, den gibt es natürlich auch, aber nur leicht mit um die 7 Kilometer pro Stunde aus Süden. Morgen gibt es an und für sich nicht viel dazu zu sagen. Es wird einfach toll, 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 aber kalt. Schon von früh ab zeigt sich die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Auch im weiteren Tagesverlauf wird sie wetterbestimmend bleiben und am Ende des Tages das Maximum von bis zu 8 Arbeitsstunden auf die Abrechnung meißeln. Niederschläge gibt es zu 100%ig nicht. Das Regenrisiko trägt die Null. Wolkenlos geht es dann auch in die Nacht hinein. Da wir dazu noch unter dem Einfluss der kalten Luft stehen, sieht es wärmer aus, als es tatsächlich ist. In Pfaffrode am Schlossteich werden zwischen minus 3 und 0 Grad erwartet. In Wolkenstein rund um den Marktplatz verharrt das Quecksilber bei minus 3 bis plus 1 Grad. Und in Dorgon, also in Gornau, stehen minus 1 bis plus 2 Grad in den Anzeigen der Thermometer. Der Wind weht leicht mit um die 8 Kilometer pro Stunde aus Süden und sorgt dafür, dass die gefühlte Temperatur bei minus 7 bis minus 1 Grad liegt. Ja, und hier jetzt noch der Ausblick auf die folgenden Tage, beziehungsweise aufs Wochenende, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Freitag wird dann schon wieder etwas wärmer. Der Himmel ist erst wolkenlos, später dann bedeckt und es wird gegen Abend leichten Regen geben. Bei 1 bis 6 Grad weht der Wind kräftig in Böen aus Südwesten. Am Samstag wird es durchweg grau und bedeckt sein und von der Sonne gibt es kein Zeichen. Aber auch der Regen hält sich zurück, es wird trocken bleiben. Mit 5 bis maximal 7 Grad wird es relativ mild und der Wind geht in die Vollen. Er weht in stürmischen Böen aus Südwesten. Ja, die genaueren Informationen zum Wochenendwetter verrate ich Ihnen dann morgen hier an dieser Stelle. Das war's nämlich erstmal aus dem Regionalwetterstudio. Das war's dann auch schon vom Mittwochsmegional. Das bedeutet, dass wir am Ende von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Donnerstag für Sie hier zur Stelle. Und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt's noch im Internet unter www.mef-lein.de. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend mit Ihrem Mittelerzgebirgsfernsehen. Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.